10 nach 8. Vorm Wecker aufgewacht. Es regnet hier leicht. Es soll auch in Honolulu regnen. Es sieht jetzt nicht super, super furchtbar aus, aber auf keinen Fall gutes Wetter. Besonders da. Ja, auf meinem persönlichen Schedule, den ich auf dem Handy habe, steht immer noch nicht der Flug um 11. Dann muss ich das gleich nochmal auf dem offiziellen Schedule gucken, ob der noch da ist. Ansonsten fahre ich nämlich nicht zur Arbeit. Der Flug wird auf jeden Fall abgesagt. Aber ich sollte hinfahren. Nicht nur, weil der Präsident da ist, sondern weil ich auch die App einrichten muss, um die Türen zu öffnen. Und die Jamie ist nur heute da. Und nicht für die nächsten 2 Tage. Am Wochenende ist sie nämlich nie da. Es gibt keinen Stau, das ist das Gute. So, jetzt trinken wir erstmal Kaffee. Also da findet auf gar keinen Fall irgendein Flug statt am Morgen. Das Problem ist echt, dass ich das mit der Tür, das Problem mit der Tür habe. Denn hier, da ziehst du richtig schön rüber. Und dann kommt noch mehr hier. Da, hier ist Honolulu. Da. Na, wahrscheinlich kriege ich in der nächsten halben Stunde eine Textnachricht von Markus, ey. Ich habe den Flug abgesagt. Aber der ist nicht so nett manchmal, der Markus, wie ich dachte. Von daher will der wahrscheinlich, dass ich reinkomme. Naja, ich werde der Jamie gleich meine Textnachricht schicken, dass ich reinkomme. Obwohl ich weiß, dass der Flug ausfällt für das. Für den Code. So, Markus hat seinen ersten Flug abgesagt um 10. Jetzt haben wir 9:30. Jamie hat mich gefragt, warum ich noch nicht auf der Arbeit bin. Ey, warum wohl nicht? Also es gibt Amis, ja, die sparen ihr halbes Leben, um einmal nach Hawaii kommen zu können. Wenn die sich diese Woche hier ausgesucht haben, ey, das muss ganz schön sacken. Die Wassertemperatur im Meer ist wärmer als die Außentemperatur. 20,4 Grad haben wir. Und das Wasser im Meer, das wird ja nie kühler als 24 Grad. Sogar noch wärmer. So, aber mein Rasen wird grün. So, ich fahr jetzt los. Und dann hänge ich da wahrscheinlich den ganzen Tag ab. Gestern Nachmittag ist der Rainbow noch geflogen. Das kann hier auch passieren. Unwahrscheinlich. Furchtbares Wetter. Und das sieht auch nicht danach aus, als würde es sich in den nächsten 1-2 Stunden ändern. Und die Leute fahren dann natürlich auch nicht und deswegen brauche ich länger zur Arbeit. Ja, kommt nach Hawaii. Das ist always immer schönes Wetter. Mhm. Genau. Überraschenderweise ist jeder gut drauf. Jamie ist hier. Und wir haben einen Weihnachtsbaum jetzt. Wie schön. Haben die gestern bereits aufgestellt. Und guck mal, Geschenke. Natürlich alle leer. Jeder ist happy, dass er hier ist. Für nix. Jamie. Hi. So glad you could join us today. Ja. So sieht's aus. Wir haben ja gerade eine Sitzung, die will angestellt werden für irgendwas. Und die hat was Leckeres mitgebracht für alle Mitarbeiter. Und zwar sind das so wie Berliner. Ein bisschen denser. Und schmeckt so ein bisschen nach Zimt. Sehr lecker. So, jetzt hätte ich gerade gefragt, ob wir die restlichen Flüge heute absagen. Markus habe ich noch nicht gesehen. Der sitzt wahrscheinlich oben rum. Aber ja. Niemand da. Da sind doch gerade Passagiere reingekommen, ne? Für den ersten Flug. Der Flug wurde gecancelt. Und der Taxifahrer hat über 120 Dollar berechnet. Hin und zurück von Waikiki, was eine absolute mega Unverschämtheit ist. Und jetzt sorgen wir gerade dafür, dass dieses Taxiunternehmen hier nie wieder
Passagiere hinbringt. So, es wird ein bisschen heller. Aber es regnet immer noch. Der Markus hat noch einen Flug um 1 und um 3:30 auf dem Schedule. Und ich habe noch einen um 3:30 auf dem Schedule. Aber wir könnten auch einfach alle nach Hause gehen. Und wir überlegen, ich und Markus, jetzt einfach den restlichen Tag abzusagen. Denn auch wenn es gehen würde, wäre es keine schöne Tour. 11:30 mittlerweile. Und wir sagen ab. Ich komme allerdings immer noch nicht durch die Türen durch, da muss ich noch warten. Ansonsten habe ich die nächsten 2-3 Tage ein Problem. Yes. Stop it. How come you're not talking now? Ich fahre jetzt nach Hause, egal was. Ich könnte immer noch zurückkommen, gesetzt im Fall. Ich müsste liegen. What? You're so mean to us! You kicked the towel at us! Wetter einfach furchtbar. So, die letzten Flüge werden jetzt abgesagt gerade nach drin. Ich hoffe, die packen das bei mir nicht drauf morgen früh. Denn zurzeit sieht es so aus, als hätte ich nur einen einzigen Flug morgen. Könnte schön ausschlafen. So, jetzt haben wir mittlerweile 12:45. Ich habe noch ein bisschen rumgehangen. Es gab noch Donuts von einer neuen Mitarbeiterin. Aber die hat mit uns mehr oder weniger nichts zu tun. Auf geht's, nach Hause. Uselig. Uselig. So, ich bin wieder zu Hause. 20:01. Es wird heller und besser. Aber natürlich nicht super für zum Fliegen. So, es sieht so, ich hatte letztes Nacht wieder meine Uhr an und es sieht so aus, als hätte ich wenigstens besser geschlafen. Ich habe doch tatsächlich 7 Stunden und 16 Minuten geschlafen. No, actual sleep time 6 Stunden 45 Minuten. Also auf jeden Fall mehr. Mein Sleep Score ist 87. Exzellent. Es überrascht mich fast. Ja, ich hatte mehrere Schlafphasen wieder. Ich war 31 Minuten wach. Ein REM-Schlaf 1 Stunde 54, also fast 2 Stunden. Leichter Schlaf knapp 4 Stunden. Und Deep Sleep 1 Stunde 5. Ja, Blut, Sauerstoff, Oxygen immer gut. Sleep Temperature immer gut. Ja. Das mache ich jetzt mal eine Woche weiter. Also ich habe gar nicht so schlecht geschlafen. Aus welchen Gründen? Auch immer. So, morgen bin ich die Nummer 2. Bisher steht ein Flug auf dem Programm. Aber die haben halt noch die Flüge von heute irgendwohin verschoben. Die können natürlich morgen noch irgendwo auftauchen. Verfluchte Kind, ey. So, mal gucken, ob ich mich heute nochmal an die Weihnachtslichter mache. Und ich habe heute erfahren von der Jamie, die haben so einen Grastrimmer bei Blue Hawaii. Den könnte ich mir ausleihen. Das heißt, wenn ich irgendwann mal tatsächlich hier das richtig schön machen will, dann auch die Ränder da hinten, dann kann ich mir den da leihen. Das ist auf jeden Fall sehr gut zu wissen. Ey, das geht jetzt wieder für. Also der Tag vergeht wie im Fluge. 16:30. Es ist uselig. Es regnet immer wieder. Na gut, dass wir alles abgesagt haben. 22 Grad, immerhin. Aber trüb. Na, jetzt regnet es gerade mal nicht. Ja, geschafft bekommen habe ich heute gar nichts, obwohl ich natürlich Zeit gehabt hätte. Aber die neue Software ist draußen. Hier, der Update für das Phone. One UI6 oder so. Über 3 GB groß das Update. Das ist der Wahnsinn. Aber das Update ist auch der Wahnsinn. Das Phone, was vorher schon super geil war, ist jetzt noch geiler. Jo, und damit beschäftige ich mich gerade. Und schon die letzten 2 Stunden. So, morgen steht tatsächlich nur ein einziger Flug für mich auf dem Schedule bisher. Und zwar am Nachmittag. Bis dahin hat der Wesley schon alle Wetterentscheidungen treffen müssen. Und eventuell komme ich auch morgen wieder durch die Türen durch. Das haben wir heute nämlich während der Arbeitszeit nicht geschafft. Irgendwie hat die Stelle, die dafür zuständig ist, das nicht gebacken bekommen. So schnell. So, irgendwohin muss ich auch nicht. Von daher.
Weihnachtssicht habe ich jetzt auch keinen Bock, obwohl das eigentlich das perfekte Wetter wäre. Windstill, trocken. Aber ich habe irgendwie keinen Bock. So ist es Abend geworden. Ich habe nicht mehr viel gemacht. Ich überlege gerade, was ich esse. Ich habe kurz überlegt, mal zum Sonnenuntergang zu fahren. Denn es ist komischerweise kein Stau in Richtung Electric Beach. Hier von Waikiki sieht es so aus, als würde da so ein Glühen entstehen. Eventuell könnte der Himmel einfärben, aber da sind noch ziemlich viele Regenwolken. Auf der Waimea Bay Kam, da sieht es noch fast besser aus. Da ist nämlich der halbe Horizont golden am Glühen. Also das ist an der Nordseite der Blick Richtung Westen. Und das andere ist die Südseite Richtung Westen. Die App sagt, ich glaube 25% oder 30% Chance. Und da ich hier morgen nicht früh aufstehen muss. Aber der Sonnenuntergang ist genau in 9 Minuten, also jetzt ist es zu spät. Deswegen habe ich mir das nur überlegt. So, ich habe hier nochmal durch alles mögliche an Videos gegangen, habe mein Phone nochmal ein bisschen customized. Und eventuell gibt es Schrimps mit Salat. Gestern hatte ich Brot mit Salami. Ich habe noch ohne eine Salami, die ich essen muss. Aber ich 2 Tage lang das Gleiche, das ist immer ein bisschen dumpf. Ich warte darauf, dass der Thunfisch wieder im Angebot ist. Und diesmal kaufe ich mehr. Ich habe ja, glaube ich, das letzte Mal 8 Dosen gekauft oder 9. Das reichte nicht. Für lang. Also bis zum nächsten Angebot, was nicht kommt. Ansonsten gucken wir jetzt noch einen Film an. Und zwar Oppenheimer. Den habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, der ist knapp 3 Stunden. Ja, 180 Minuten. 3 Stunden. Aber der soll nicht schlecht sein. Mal sehen. So gut wie durch mit Oppenheimer, dem Film. Ich überlege mal noch, was ich esse. Ob ich noch mal die Shrimps mache. Mit dem Honig, Dingsbums. Die Kamera gefällt mir immer besser. Also hier, ich habe ja den ganzen Tag narrow aufgenommen. Beziehungsweise linear. Das hier ist jetzt die Weiteinstellung. Und dann gibt es noch superweit und ultraweit. Das macht das Bild noch. Ich halte die Kamera 30 cm von meinem Gesicht entfernt und ich habe den Winkel, das ist schon nicht schlecht. Und es ist noch kein Bogen hinter mir. Gefällt mir sehr gut. Und ich glaube auch, der Sound ist besser. Also die Mikrofone haben auch einen Sprung nach vorne gemacht. So, es regnet. Es ist bei dem einen Flug für mich geblieben morgen Nachmittag. Der Wesley, mit dem ich morgen fliege, der hat morgen Flug um 10, um 1 und um 3:30. Komplett auf den Tag verteilt. Muss aber allerdings auch nicht super früh raus, erst um 7. Also der steht auch immer nicht 3 Stunden vorher auf. Wie ich. Deshalb ist er ziemlich knapp da. Aber der hat einen Flug um 10 und um 1. Und das Wetter soll morgen im Laufe des Tages, obwohl die Regenwahrscheinlichkeit immer noch durchgängig bei 80% ist, besser werden. Und am Sonntag soll dann endlich Sonne da sein. Naja, der Sturm ist natürlich hier noch am Wüten. Und es nimmt auch erstmal kein Ende. Den Sonnenuntergang, den hätte ich mir gar angeguckt. Also wenn ich beide Webcams checke, ja, sogar von Waikiki sieht man, dass hier der Himmel eingefärbt ist. Und von der anderen hier, da sieht man auch, dass der komplette Himmel, inklusive dem Meer, komplett on fire war. Deswegen stehen da auch so viele Leute rum. Das wäre ein richtig geiler Sonnenuntergang gewesen. Der hätte die ganze Atmosphäre, die ganze alles sozusagen eingefärbt. In rötlich-violettes Licht. Das wäre richtig geil für die Drohne gewesen. Mist. Ja, wenn das nochmal so kommt, eventuell morgen Abend, dann fahre ich hin, obwohl, ob ich am Sonntag arbeiten muss oder nicht. Am Sonntag bin ich ja wahrscheinlich Nummer 1, weil der Beste mich morgen einholt. Kommt drauf an, ob der halt einen Flug canceln muss oder nicht. Der hat noch der muss 2-mal mehr fliegen als ich und dann hat er mich. Sonntag mit bisher, ja, 3 Flüge für die Nummer 1. Und einen für die Nummer. Ne, 4 Flüge für die Nummer 1 und 2 für die Nummer 2. Haben die einiges dahin gepackt. Und es geht schon um 9 Uhr los. Aber Sonntag soll das Wetter halt geil werden. Das heißt, die Wasserfälle sind noch voller Wasser. Und
Ist trotzdem geiles Wetter. Die Wasserfälle in der Kanyohe Bay, die ich gestern gezeigt habe auf dem Foto, die verschwinden direkt, nach, wenn der Regen aufhört. Die kann man halt nicht zeigen, aber ist auch egal. Hätte ich mir auch gerne angeguckt, habe ich auch nicht. So, jetzt habe ich mir wahrscheinlich irgendwelche Schrimps in den Ofen und dann schneiden wir noch ein Video zusammen, das machen wir jetzt noch kurz. Und dann gucke ich noch Oppenheimer zu Ende und dann habe ich noch einen neuen Film entdeckt mit Liam Neeson. Morgen kann ich ja ausschlafen. Ich bin mal gespannt, was die dritte Nacht bringt hier schlaftechnisch auf der, mit der Uhr. Die teile ich jetzt einfach und lasse meinen Schlaf monitoren. Ich meine, meistens fühle ich es und weiß ich am nächsten Morgen ja, wie erholsam der Schlaf war. Auch ohne Uhr. Aber die Daten, die gehen natürlich dann nochmal ein bisschen mehr ins Detail. 10:30. Alles aufgeräumt, Küche sauber. Schrimps mit Salat gab's. Coconut-Schrimps waren ziemlich gut wieder. So, jetzt gibt's noch eine Toblerone. Und dann gehe ich irgendwann ins Bett. Es kann ja immer sein, dass ich morgen früh einen Anruf bekomme. Ey, da ist ein Flug drauf gekommen. Du musst in einer halben Stunde hier sein. Ja, bin ich natürlich dann nicht, aber dann bin ich wenigstens einigermaßen ausgeschlafen. Aber das wird meine Uhr morgen früh wieder sagen. Mal gucken, wie die nächste Nacht wird. So, jetzt gucke ich mir noch das UFC an von letzter Woche, den Rest. Und dann schneide ich eventuell noch das Video von heute zusammen, denn jetzt kommt nichts mehr. Und dann, ach ja, heute Show und das andere, was ich auch immer gucke, ist auch draußen. Nicht die Kurt Krömer Show. ZDF Royal oder so. Das gucke ich mir eventuell noch an. Aber das schaue ich noch, ob ich das mache. So, das war's für heute. Morgen ein einziger Flug, dabei ist es geblieben, 3:30. Kann natürlich sein, dass der Wesley bis dahin einiges absagt. Und diesmal muss ich auf jeden Fall nicht für einen ausweichlichen Anruf.